So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. Let's go. Und wir werden heute mal, nachdem die letzte Folge eine kleine Erzählfolge war, tatsächlich mal ein bisschen in Texas rumfahren. Ja, Texas DLC, genau davon reden wir. Warum muss ich das wieder aktualisieren? Verstehe ich nicht. So, das heißt, wir wären mal ganz kurz. Wir sind ja jetzt mit unserem Auflieger, mit unserem LKW, bei unserer bei der Garage. Aber nee, Quatsch, weil ich wollte erstmal einen Schnellauftrag auswählen. Das war uns ja auch schon einen rausgesucht gehabt. Komm, schneller. Montana DLC. Ja, Montana sieht halt auch geil aus. Also, Montana ist ja bisher vom Optischen mein Lieblings-DLC. Ich bin mal gespannt, wie Texas aussehen wird. Aber was ich bisher von Texas gesehen habe, sieht halt auch schon extrem sick aus. So, wir machen mal da Schnellaufträge. Und zwar hat uns ja hier einen rausgesucht. Ich würde aber doch gerne. Hier können wir überhaupt nichts starten. Warum nicht? Kommen wir von hier nach Texas rein? Ja. Sowas würde ich nämlich eher mal nutzen. Und sogar mit dem älteren LKW. Ist glaube ich falsche Richtung. Mal hier lang fahren, weil wie gesagt, diese Gegend, die sieht halt unendlich geil aus. Und die würde ich gerne als erstes abgucken. Und vor allen Dingen haben wir hier auch schon einen schönen großen Bogen in Texas. Sollte es also viel zu sehen geben. Von daher würde ich mal sagen, Auftrag annehmen. Was ist das überhaupt? 30 Tonnen, 550 PS. Das sollte machbar sein. 60.000 bekommen wir. Ja, let's go. Können wir mal wieder mit dem guten alten K100 fahren. Mal schauen, wie er sich so macht. Ha? Let's do this. Meine Rede. So, wir haben ein paar LKWs hinten drauf. Sehr schnieke. Immer witzig, wenn Canvas LKW Peterbilt abschleppt oder andersrum. Jetzt war so richtig Rassenkampf. okay. So, dann als allererstes. Was habe ich gerade? Ich habe gerade abgekuppelt, ne? Ich wollte R drücken und kam mit auf die T-Taste. Na egal. Zufall. Let's go. So. Ja, wird abgekuppelt. Leck mich doch. So, fahren wir halt ohne Auflieger. Auch schön. So. Einmal aufsatteln. So, wir haben jetzt sogar Navi. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, können wir eigentlich direkt losfahren, ne? 1000 Meilen haben wir vor uns. Das ist ja schöne Stücke. Kommen wir hier raus? Nee, ne? Ne, also nach links. Okay. So, schauen wir mal. Texas sieht ja voll schön aus hier. Die ist das Ananas. Noch sind wir natürlich nicht in Texas, wir sind jetzt gerade in wo auch immer. Ich liebe es schon wieder, wenn hier eine Ampel direkt nach dem Bahnübergang ist. So.
zum Glück genug Platz hier hinter, ne? Alles im grünen Bereich. Aber trotzdem immer etwas um das Herz und durchs Herz schießt oder so, keine Ahnung. Schon wieder rot. Wann ich will nach Texas, Leute. So wird das doch nie was. Warum hat der Pickup hier LKW-Räder? Der hat hinten sogar Zwillingsbereifung. Was ist das für ein SUV? Was ist das für ein Pickup? Was ist das für ein Jeep? LOL. Sieht halt so richtig, wie hinten richtig breit wird dadurch. Alter, das sieht ja mal sehr interessant aus. Oh. Hatte gleich die Handbremse angezogen. Ja, lol. Oh, wenn jetzt ein schönes Wetter hier draußen. Ach, siehst du, genau, dadurch, dass wir jetzt wieder Schnellversion fahren, ist auch Müdigkeit uns zurückgesetzt. Wir sind putzemund da und mit einem halben Tank. Ja, halber Tank wird für die Strecke aber nicht reichen. Wir werden also direkt mal an der nächsten Tankstelle dann ranfahren. Weil je nach Ausbaustufe des Tanks bei dem LKW reicht der Tank entweder gar nicht oder überhaupt nicht. Von daher. So, 65 Stufen. Die müssen wir rum. Oder wir wahrscheinlich nur noch 45, ne? Oh ne, immer noch 65. Holy. Übrigens habe ich letztens mal keinen Vortrag oder keine Ahnung, was ein Interview war oder sowas, ist schon ein bisschen her, von SCS Software gehört, wo die mal über so die nähere und die fernere Zukunft von ATS und ETS gesprochen haben. Oh, links frei. Und unter anderem haben sie dort auch darüber gesprochen, wie es mit der Engine weitergeht und tatsächlich wird SCS-Software erstmal an dieser Engine festhalten. Ah, mein Wunsch nach einer neuen Engine wird sich also noch um Jahrzehnte nach hinten verschieben, wenn überhaupt. Aber sie wollen diese Engine wohl doch noch mal ein bisschen überarbeiten, damit die auch neuere Grafikfeatures unterstützen kann. Natürlich die Frage, wie es aus mit Performance, gerade wie gesagt, die Sache mit der Schattenberechnung und sowas alles. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich viel besser hinbekommen als jetzt, wenn sie bei dieser Engine bleiben. Oh, wieder 75. Ja, von daher würde ich das mit den Schattenproblemen, dass nur die Sonne Schatten wirft und Laternen und so gar keine Schatten werfen, wahrscheinlich erstmal nicht verändern in den nächsten 10 Jahren. Aber gut, ich meine, hat bisher ja auch funktioniert. Ist damit meine Maus empfindlicher oder gut? Wie ist meine? Oh ja. Ich wundere mich schon, warum der hier so extrem lenkt, immer sollte ich ein bisschen an die Maus kommen, aber meine Maus ist jetzt so eingestellt. So, ja, schon besser. Also im Stadtgebiet, da habe ich mich halt gewundert, aber gerade hier auf der Autobahn war es halt gerade richtig lenkt. Ich sollte ein bisschen die Maus bewegt haben. Oh. War der Lenker auf Anschlag. Das ist nicht gut. So, dann fahren wir mal hier mit Schmackes Richtung Texas.
Warum ist diese Autoformel so langsam? Ja, ich meine, scheint mich nicht auszubremsen, aber ja, 100 Autos sind schneller. Wobei auf der linken Spur ist auch nicht schneller. Scheinbar dürfen die nicht viel schneller fahren. Und er bremst. Okay. Ich wollte gerade schon links an ihm vorbeiziehen, aber so wissen sie beide. Weil links von mir ist nämlich ein anderer. Jetzt auch nicht viel schneller fährt. Ich würde mich aber ihm trotzdem gerne anschließen, solange wieder links noch relativ frei ist. Ja. Weil die auf der rechten Spur hier, die kommen auch alle mit 70 rum oder so. Keine Ahnung. Dann ziehen wir mal mit Schwackes dran vorbei. Oh, was macht der da vorne? Och nö. Und schon ist die Straße dicht. Sehr geil. Ah, kommt ja Freude auf. Jetzt gibt wenigstens Gas. Hier gibt überhaupt kein Gas, Alter. Guckt euch das an hier. Oh mein Gott, wir haben mit 60 versucht zu überholen. Ernsthaft, Leute. Das war nicht wahr. Leider kann ich hier in dem LKW nicht sehen, auf welche Geschwindigkeit mein Tempomat eingestellt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt auf 75 oder auf 80 steht. Ich hoffe mal das Beste. Und ich hoffe mal, dass der Rote jetzt gleich mal dran vorbeizieht. Oh, zieht dran vorbei. Dankeschön. Schüssel bergauf. So, jetzt hier, bam. Jetzt sogar hoch, ganz schnell. So. Ja, es ist natürlich, weil wir jetzt wieder einen Cap-Over fahren. Und diese Cap-Over, die haben halt einen wesentlich geringeren Achsenabstand, weswegen halt das Lenkverhalten noch anders ist. Ne? Von daher muss ich mich erstmal hier wieder an die Lenkung gewöhnen. Alles ja schon ganz schön radikal, wie der hier lenkt.
dachte gerade links die roten Dinger da, dass das viel Zoll ist oder so. Aber so weit können wir noch gar nicht sein. So, hier schon wieder Stop and Go. Dann runter hier. Um die 75, um nur 65 hier. Da kommt es nicht auf den Arsch. El Paso. Ah, ist das hier schon die Grenze? Ja. Eben, wollte gerade sagen, aber erst kommen hier diese. Ne, weil früher konnte man nur diese Straße hier benutzen. Die und diese hier, logisch. Die hier werden wir halt zu. Da ist mir das gerade primär aufgefallen. Und ja, eben, El Paso ist halt auch die erste Stadt in. Ich würde gerade sagen New York. In Texas natürlich. Ja, das heißt, ab jetzt sind wir in Texas. Juhu. So, dann mache ich mal etwas, was ein bisschen riskant ist. Deswegen speichere ich vorher. Und wir gondeln jetzt mal in der Außenansicht hier rum. Funktioniert sehr gut bei Brücken. So, schauen wir uns mal hier wunderschön diese Gegend an. Der Runde sieht aus wie überall anders. Ja, noch. Au, 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 au. Warum war ja alles so langsam, Leute? Wir können 75 fahren. Die Gondel ja alle mit 55 lang. Aber jetzt habe ich den Aussichtspunkt komplett verpasst. So, das ist hier die Grenze zu Mexiko, die Brücke. Ab jetzt sind wir in Mexiko. Was laber ich? Texas. Digga, erst New York, jetzt Mexiko. Hä? Was ist los mit mir? Jetzt hier, guckt euch mal bitte hinten diesen Background da an. Wie detailreich der ausgearbeitet ist. Man kann da halt super weit gucken und erkennt voll viel und alles. Und hier die ganzen Autos. Oh mein Gott. Mein Versicherungs. Ah genau, hier ist übrigens das Testing, was ich gemacht habe. Ich werde es mal jetzt ganz kurz hier, wenn wir uns jetzt hinstellen. Ja, so und dann. Na, oh, Alter, guckt euch das alles an, Alter. Guckt euch das an. Was für eine riesige Scheißgang das hier ist. Ja, aber wenn wir jetzt in den Fotomodus gehen. Fotomodus. Erstens sieht man hier hinten, ne, wenn man jetzt Foto schießt, ist das Foto ganz normal. Aber wenn man jetzt hier so eine Sehenswürdigkeit hat, sieht man unten richtig die Universität von Texas in El Paso. Aber wenn wir jetzt Foto schießen, achso, das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Ja, okay, seht ihr gar nicht.
hinter der Kamera ist jetzt Trophäe erhalten. Oh, jetzt kann man hier irgendwo. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wo ist denn das? Sieht man das hier irgendwo? Auto? Ist es hier dabei? Abdecken ist nicht möglich. Momentan ist die Funktion hier aktiviert. Achso, Spotlight ist ja hier Online-Bilder, nicht von mir. Ich weiß gar nicht. Hier sieht man einfach nur alle Filter. Ali, guck mal hier, Fototrophäen. Ah! Das Ding haben wir jetzt auch überarbeitet. Oh, cool, sieht man sogar die ganzen Vorschau-Dingern. Okay, Nevada, Arizona. Wow. Okay, that's actually not bad at all. Utah. Utah gibt sogar zwei Seiten. Idaho auch. Colorado. Wyoming. Montana gibt es sogar neun Dinger, ja, ganz klar, Montana ist auch relativ neu. Und Texas, oh, 14 Dinger, die man fotografieren kann. Ja, das ist geil. Aussichtspunkte können wir auch fotografieren, okay. Cool, die haben wirklich viele neue Sachen gemacht. Aussichtspunkte haben wir sogar schon einen fotografiert. Oder ist alle Aussichtspunkt ist nicht, wenn man es fotografiert hat, sondern wenn man den benutzt hat, ne? Ja, hier hinten ist noch World of Trucks Galerie, die ich ja hier nicht habe. Da hier mein World of Trucks Konto natürlich nicht verbunden ist, ist ja mein Offline-Spiel. Und meine Fotos sind halt die Fotos, die wir geschossen haben. Kann ich das actually wieder löschen hier? Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, meine Fotos. Das hier von Foto. Man kann auch mal weglöschen. So, genau, das sind nämlich die Fotos, die wir manuell geschossen hatten. Und da habe ich jetzt immer noch diese Trophäen. Ja, habe ich immer noch. Als Trophäe ist es immer noch da. Okay. Cool. Cool. Okay. Weil das ist nämlich das, was ich ein bisschen problematisch fand. Dass man sich damit jetzt seinen Fotoordner voll klatschen muss mit Bildern, nur um die ganzen Trophäen hier einzusammeln. Wobei ich persönlich ja Screenshots immer nur mache bei Sachen, die sich wirklich, also die jetzt für mich wirklich super cool aussehen, ne, wie halt unser LKW. Nee, oder hier halt diese Brücke, weil die halt wirklich sehr geil aussieht. Ja eben, und jetzt nicht mit den ganzen Trophäen hier meine Fotos hier voll klatschen möchte. Aber die kann man auch wieder löschen, also sehr schön. Ah ja, cool. Fahren. So, links ist frei. Naja, so ein bisschen geht so. Und fahr vorbei. Tada, danke. Ja, wie gesagt, diesen ganzen Bereich hier, den konnte man auch schon vorher sehen. Wenn man halt durch die Grenze durchgefahren ist. Weil wo ich gesagt habe, dass die Straßen gesperrt waren. Da waren die Straßen halt, wie gesagt, gesperrt. Man konnte aber natürlich mit der Kamera dann durch die Grenze durch und dann den LKW teleportieren und dies, das Ananas. Und da konnte man das hier tatsächlich schon alles sehen. Dieses Gebiet hier. Und daher wusste man schon, hier kommt noch was Großes. Ich glaube, ich hatte es sogar im Let's Play schon mal angesprochen gehabt. Bin ich mir relativ sicher. Weiß ich jetzt gar nicht. So, in Texas natürlich nur 60. Danke dafür. Also, wie viel Schaden habe ich eigentlich bekommen? Auch gar keinen, okay. Wir haben ja vorhin relativ sachte das Auto angerammelt. Ich würde es nur schön finden, dass man hier auch so ein bisschen mehr Off-Straßen benutzen kann. Na, also hier zum Beispiel, warte mal ganz kurz, wir bleiben wir nochmal stehen. Weil es so viel Spaß macht. Oder ich will da lang. Ja. Guckt euch das Gebiet hier an. Das hat man halt auch schon früher gesehen. Und das war halt von Anfang an vielversprechend.
So, und hier jetzt. Es wäre halt cool, wenn man jetzt hier bei dem Ding zum Beispiel. Hier kann man nämlich nur nach links fahren und geradeaus darf man nicht weiterfahren. Was halt irgendwie schade ist, wenn man hier geradeaus weiterfahren könnte. Ups. Dann müsste man nur hier die Straßen sperren. Und hier vielleicht auch, wobei das könnte man nämlich zum Beispiel lassen, diese die Brücke hier. Und dann könnte man nämlich hier rüber wieder auf die Autobahn rauffahren. Und solche Straßen finde ich persönlich halt schöner, wenn die halt auch tatsächlich befahrbar wären. Wenn sie halt eh schon komplett da sind. Ja, dann kannst du nämlich auch zum Beispiel diese Brücke hier als Wendestelle benutzen. Und solche Sachen. Vor allen Dingen hast du halt mehr Auswahl von der Streckenführung, kannst ein bisschen mehr sehen. Ist das Ananas, wobei ich sehe gerade, die Ampeln hier sind PNG-Ampeln. Lol. Guck mal, wie dünn die sind. Die dünnsten Ampeln der Welt. Ja, geil. Ja. So, damit sind wir jetzt also endgültig in Texas. Sehr geil. Und haben noch 800 Meilen vor uns. Es gibt ja aktuell bei World of Trucks gibt es ja auch bei World of Trucks gibt es ja immer diverse Events. Und jetzt für Texas gibt es natürlich auch ein spezielles Event, dass wenn man in Texas 15 Städte durch Missionen besucht hat, also entweder von dort einen Auftrag angenommen hat oder abgegeben hat, und das halt in 15 verschiedenen Städten, dass man dann halt eine Trophäe bekommt oder irgendwas Besonderes bekommt oder einfach nur gesagt bekommt, du hast geschafft, Junge, du bist cool. Keine Ahnung. Wie das aussieht, Alter. Ne, hier rechts Straße zum Beispiel, die kann man benutzen. Die ist freigegeben. Oh Mann, sieht das gut aus. Sieht das alles gut aus. Schade. Ich dachte, die Kamera geht zwischen den Schildern durch. Aber nee. Da war leider noch mal Alpha-Wand. So, eigentlich könnte man hinten tanken, ne? Wobei ich sehe gerade, wir kommen hinten gar nicht mehr hin. Das hätten wir da vorne schon abbiegen müssen. Okay. Sehr geil gelöst. Ja, die nächste Tankmöglichkeit kommt erst irgendwann später. Da hinten. Boah. Sehr schnieke. Aber da hast du Stücke vor uns, ne? Okay, here we go. Oder da wir noch lange nicht pennen und tanken müssen. Jawohl. Tanken müssen wir bald. Haben wir noch einen Drittel Tank. Egal, ich stelle mich aber auf jeden Fall erstmal hier an den Seitenrand. Und dann gucken wir mal später, wo wir pennen müssen. Wo es am günstigsten ist. Weil bei der Tankstelle da hinten schon zu pennen, müssen wir erstmal gucken, ob das zeitmäßig überhaupt, also ob sinnvoll ist. Von daher machen wir erstmal hier. Irgendwie so klar. Ja. Jutchen. Voll die Militärbemalung, Alter. Was ist los mit dem LKW? Gut, dann soll es das mit dieser Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn ein bisschen weiter ins Innere von Texas geht. Wenn wir quasi Texas penetrieren. Ja. Yeah. Bis dann.